Hallo und herzlich willkommen zurück zu Outcast A New Beginning. Ja, wir müssen nochmal, jetzt muss ich mal eben schauen, in welche Richtung, wir müssen nochmal zu dem einen Baum rüber. Oh nein, oh, ich habe es ein bisschen falsch gehalten. Ja. Ich versuche mit dem Ding noch klarzukommen. Da das rot ist, glaube ich, fliegt das dann, also geht das dann immer runter, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja gut, okay. Alles können wir natürlich nicht machen von der Entfernung her. Ja, wir müssen halt jetzt noch vom Baum ein paar Sachen holen. Ich glaube, 9 Stück fehlten noch. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Und... Hier ist keine Gesellschaft. Jetzt muss ich mal eben schauen. Wie bin ich denn da hochgekommen? Also da oben kriegst du gleich Gesellschaft. Das stimmt allerdings. So... Alter, was höre ich denn hier? Das hört sich ja schlimm an. Okay, gehen wir erstmal hier hoch. Ich weiß nicht mehr so genau, wie ich hier hochkam, aber ich weiß, ich bin hier einmal hochgesprungen. Seid ihr direkt hier in der Nähe? Ne, ihr seid da hinten, oder? Habe ich da nicht gerade was gesehen? Moment, ich muss hier hoch. Genau, hier ist noch was. Ja gut, jetzt müssen wir leider mitzählen. Steht nicht drin. Also 1 haben wir. Dann 2. Rechts oder links dürften wieder neue Vögel sein. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich höre sie auch. Ich sehe sie nur noch nicht. 3. Oh ja, jetzt sehe ich es aber. Was ist der andere? Da ist nur einer. Hilfe. 2. Ich wollte gerade noch sagen, komm schon, du Dreckskerl. Ich hab dich gehört. Okay. Will ich das einsammeln? Sollte ich das einsammeln? Ich sammle das jetzt mal. Achso, das ist so eine Klaue. Ja, komm. Können wir die von hier oben einsammeln? Sehr schön. Obwohl? Nee, die hat er jetzt nicht eingesammelt hier. Die Klauen sammelt er anscheinend so nicht ein. Gut, was habe ich jetzt gesagt? Wir haben 2 Stück, ne? Nein, nicht da, nicht da runterfallen. So nicht, mein Freund. Du musst schon noch die Sachen pflücken. Die Frage ist nur, wo sind die? Ich habe so das Gefühl, dass das nicht nachgewachsen ist. Das heißt, wir müssten dann gucken, wo noch welche sind. Hier vorne ist noch was. Das wäre dann Nummer 3. Der Rest ist weiter höher, oder? Bin mir nicht sicher. Och, das kann man so schlecht sehen hier mit den ganzen Zeugs. Ach, da hinten. Nee. Doch, da ist auch noch was zum Pflücken. Sehr schön. Also 4. 5. 6, aber ein paar müssen wir trotzdem noch gucken. Sag mir nicht, dass die ganz oben im Baum sind. Da komme ich doch nicht ran. Ich könnte da hochspringen. Obwohl, da hinten geht es auch nochmal weiter. Aber ich weiß nicht, ob das... Das ist wahrscheinlich nicht der gleiche Baum. Wenn ich da hinten jetzt weitergehen würde. Ich kann da hochspringen. Oh, da oben sind auch direkt Vögel. Oha.
Ist aber auch zu weit, um von hier aus zu schießen, ne? Ich weiß nicht, wo ich auskomme, wenn ich hier hochspringe. Weil da oben komme ich ja auch so hoch. Die Frage ist, komme ich da so hoch? Wir müssen es ausprobieren. Da hinten sind auch nochmal Vögel. Ja, du musst schon... Du musst schon ein Stück höher gehen, wollte ich gerade sagen. Was ist das? Das sieht irgendwie gar nicht gesund aus hier. Da hinten ist noch eine Pflanze. Da sind Vögel. Komme ich hier an diesem Zeug vorbei oder vergiftet mich das? Das ist die Frage. Ich denke eher, dass mich das vergiftet, oder? Ich bin mir nicht so sicher. Cool, Erfolg. Alter! Kommt man hier nochmal raus? Oh oh. Was sind das da oben für... Das ist nicht gut. Was ist der andere? Ah, drei fliegen noch, oder? Sind das die von hier? Ne, die sind hinten anscheinend. Okay. Jetzt habe ich nicht mal mitgezählt, aber ich hoffe mit den dreien, dass wir dann... Das Galente-Ei wird bald schlüpfen. Das heißt jetzt was? Dass ich das jetzt umsonst geholt habe, oder was? Wollt ihr mich veräppeln? Aber wir haben hier oben noch was gefunden. Ich meine, immerhin. Ich weiß zwar nicht genau, was wir gefunden hatten. Moment, da hinten ist noch was. Ach so, das ist so eine Klaue. Ja gut, die interessiert mich jetzt nicht. Ich habe da unten nur gerade was gesehen. Ich weiß nicht, was das sein soll, aber das sieht mir auch so nach Station aus. Und der Baum wird mir hier immer noch angezeigt. Wieso wird der... Achso, falsche Taste. Wieso wird der mir jetzt immer noch angezeigt? Ich dachte, ich habe jetzt alle. Nee, Moment. Ich wollte gerade sagen, das ist der Ausbruch. Wenn mir jetzt wieder einer fehlt, ne? Und ich jetzt zurückgehe, weil ich denke, ich habe alles. Das könnte ich gebrauchen, glaube ich. Glaube ich, genau. Also nach unten, glaube ich, lohnt sich nicht nochmal zu gehen. Nach oben komme ich vermutlich nicht mehr. Aber ich sehe jetzt auch von hier aus nichts mehr, dass da irgendwas... Das ist doch doof. Also ich versuche mal da hoch zu fliegen. Sollte ich da jetzt nicht ganz rankommen, dann gehe ich halt wieder zurück nach Hause. Das war, glaube ich, da in der Richtung, ne? Also mehr so nach rechts. Ja, eigentlich mehr nach da. Also da, wo es so bläulich ist, sagen wir es mal so. Ich guck mal, ob ich da hochkomme. Okay, ich komme nicht hoch. Aua! Na gut. Dann geht's ab nach Hause. Ich hoffe, das sind auch genug. Vor allen Dingen, wieso musste ich die jetzt nochmal holen? Und jetzt sagt er mir, dass die bald schlüpfen. Also irgendwie weiß ich nicht. Oh, da oben ist ein Schwarm. Ich hoffe, die greifen mich nicht an, wenn ich hier fliege. Aber da oben diese Raumschiffe, die stören mich ein bisschen. Das sind... Oh, hier unten ist auch eins. Ich höre die jetzt noch, aber kommen die jetzt hinter mir her?
Hört sich nicht so an, oder? Alter. Das war so nicht geplant. Wo bin ich jetzt eigentlich? Ach, ich bin... Oh, ich bin komplett falsch, sehe ich gerade. Ich muss ein Stück nach rechts. Was ist denn das hier? Sag mir bitte nicht, dass das ein Ausbruch ist. Weil sonst bin ich nämlich jetzt zum Falschen. Was bist denn du? Ich wurde entdeckt. Das ist doch ein Ausbruch. Okay. Da wollen wir nicht hin. Okay, okay, okay. Ich muss doch in die Richtung irgendwo. Ja, hallo. Das sind Vögel, das ist nicht schön. Kein Platz mehr. Okay. Obwohl ich hätte die auch eigentlich nehmen können. Nee, jetzt bin ich komplett... Hä? Hallo. Geh doch mal zur anderen Seite. So. Wegen dem Roten, das irritiert mich immer. Ich denke dann immer, dass der Baum jetzt noch direkt vor mir ist. Also direkt hinter mir, also in der Nähe, das meine ich jetzt damit. So, Moment. Irgendwo hier müssten die jetzt aber kommen. Da oben. Ja, ach so, da, ja. Warte mal, links ist aber der Weg. Dann nehme ich den am besten. Weil sonst muss ich übers Wasser. Ich weiß nicht, ob die Dinger über dem Wasser fliegen. Ich denke mal schon. Jetzt fliegen sie gar nicht mehr. Okay. So. Mal schauen, was mit unserem Baby ist. Nee, du gehst nicht rein. Warum bist du jetzt hier rechts? Oh, Alter. Wie ist denn jetzt da hingekommen gerade? Hallo? Dann tauch mal. So, kannst du jetzt vielleicht wieder hochkommen? Kannst du nicht. Okay. Dann schwimm einfach. Ist mir auch egal. So, Mann, Blödmann. Angriff! Wir werden angegriffen! Kamenei! Lauf! Entdeckung! Asan! Hilfe! Nimm das. Er stürzt direkt auf das Ei zu. Nein. Ojot, wenn ihr mein Baby rettet, kehre ich um. Achtung. Nein. Da. Es schlüpft. Komm schon, Baby. Du schaffst das. Komm schon. Nein. Halte durch. Ein letzter Ruck. Bitte. Ja. Oh mein Gott. Ja. So ist es gut. Du schaffst das. Oh. Wo willst du hin? Bleib hier. Komm zu Mama. Zieh mal einer an. So komm zu Mama. Schlüpft zu sein. Ja, dann brauchten wir das Zeug für die Decken anscheinend nicht mehr. Ich hasse es. Man wird immer irgendwo hingeschickt. Alter, was war das jetzt? Ach, da hinten. Da ist das Baby. Hallo. Das Galenta wächst heran. Oh. Das ist schön. Mit wem muss ich sprechen? Moment. Er interessiert mich gerade nicht. Ich spreche erstmal mit ihm. Du hast es geschafft, Dark. Wie fühlt es sich an? Das ist der wichtigste Tag meines Lebens, Ulukai. Ich bin so aufgeregt, sie endlich zu sehen. Ja, das Gefühl kenne ich.
Ich habe nämlich auch eine Tochter. Diese Invasorendrohnen umschwirren dein Kind wie ein wütender Bienenschwarm. Das hatte ich befürchtet. Jeder Stich, den sie erleidet, schadet ihrem Wachstum. Kannst du diese Drohnenpatrouillen beseitigen und mein Kind beschützen? Ist das rhetorisch gemeint? Dein Galenta wird offenbar von Minute zu Minute größer. Nicht groß genug. All dieser Stress hat dir zugesetzt. Ich sehe es in ihren Augen. Die Glückliche. Wenn ich traurig bin, nehme ich zu. Aber das kann noch an dem Bottich voller Eiscreme liegen. Wir sind auf Adelpha, Ulukai. Hier beschleunigt Glück das Wachstum. Meine Tochter muss unbedingt glücklich bleiben. Und was genau soll ich tun? Den Bauch kraulen? Mit ihm spazieren gehen? Spazieren gehen? Das ist es! Kannst du mit ihr spazieren gehen? Alter, das war nur ein Witz. Nein, das ist genial! Ein friedlicher, entspannter Spaziergang ist genau das Richtige. Dark, außerhalb von Emea ist überhaupt nichts entspannt. Dort ist es gefährlich. Weißt du, wie man einen kleinen Galenta aufzieht? Das muss ich nicht wissen. Ich spüre es in meinem Phantasma. Eine Mutter weiß immer, was ihr Nachwuchs braucht. Oh Mann. Mein Baby braucht seine Mutter. Es muss essen und wachsen. Wie wär's, wenn du dieses ganze Mutter-Kind-Ding bleiben lässt? Ich meine, ist das hier überhaupt erlaubt? Es ist der Wille der Jots, Ulukai. Möchtest du der Vater sein? Ich habe schon ein Kind. Man sagt, zwei sind eins zu viel. Verstehst du? Außerdem muss ich noch den Planeten retten. Ich wäre als Vater kaum zu Hause und so. Schon in Ordnung, mein Freund. Du hast genug getan. Die Jots sind dir dankbar. Für eine gute Erziehung reicht ein Elternteil. Ich werde eine gute Mutter sein. Sei deinem eigenen Kind ein guter Vater, mein Freund. Werde ich. Hoffentlich. Bis zum nächsten Mal, Dark. Ich freue mich jetzt schon. Ich glaube, er hat da irgendwas noch nicht so ganz verstanden. Wieso habe ich immer noch ein Ausrufezeichen? Alter, ist das laut. Was ist das? Ach, über uns. Wieso hast du immer noch ein Ausrufezeichen? Hey, Dark. Da bist du ja, Partner. Bitte, geh mit ihr spazieren. Mach sie glücklich. Hilf ihr zu wachsen. Legen wir los. Ach, da hätte ich noch mal drüber ansprechen müssen. Oh. Na gut, dann reden wir aber noch mal mit dem Idioten da hinten. Wo ist der? Dieses Stammesoberhaupt hier. Ach, da hinten. Moment, ich komme gleich zu dir zurück, Schätzchen. Muss mal eben kurz was erledigen. Ja, ich bin gleich sofort da. Nein. Hallo? Sprech doch mal mit dem. Hallo. Wieso kann ich jetzt nicht mit dem reden? Hä? Dann halt nicht. Warum hat er da ein Ausrufezeichen dran? Was mit dir? Kann ich irgendwie auf dir fliegen oder so? Nee. Das heißt, ich muss dich wieder beschützen. Na gut. Woher weißt du eigentlich, dass ich gerade mit dir spazieren gehen will? Ich kann doch gar nicht mit dir reden. Hm? Mein nicht ganz so süßes, großes, kleines Ding. Oh oh. Da sind Vögel. Es wird wahrscheinlich was aus dem Wasser kommen. Beweg dich, Katja, sie kommen. Ein Killervogelschwarm. Alter. Oh, ich sehe nichts mehr. Okay, Galenta. Auf geht's.
Seite. Ja, wir haben ja sonst keine Probleme, ne? Das nehmen wir noch eben mit. Wenn ich schon gezwungen werde, hier mit dem Spazieren zu gehen und hier die größten Gefahren zu erleiden und alles. So, komm mit. Du willst ja auch noch querfeldein, ja? Das war ja klar. Naja, brauchst du dich gar nicht so... Lass mich aber mal eben hier noch das Zeug nehmen. Also dann, Galette. Gehen wir weiter. Was ist denn da jetzt schon wieder? So nicht, Leute. So nicht. Mein Leihbaby hier wird nicht... Kleines? Wird nicht angegriffen, wollte ich sagen. Kommst du noch mit? Okay, legen wir los. Wie lange müssen wir das denn machen? Jetzt geht die da hin. Achso, das ist aber schön. Das ist wieder zurück. Das ist gut. Das ist sehr gut. Genau, wir werden als Galenta-Gassigänger arbeiten. Ja, aber ich glaube, das Kleine da oben ist schon ganz zufrieden soweit. Ich muss mal ein Bild machen, das sieht irgendwie schon ganz nett aus. Können wir hier eigentlich nur irgendwas aufrüsten? Das wäre jetzt noch die Frage. Das haben wir schon. Das nächste wäre für 200. Das können wir nicht. Da brauchen wir die für, aber auch 100. Das können wir also auch nicht. Ja, nee, dann haben wir anscheinend im Moment noch nichts. Zerstöre die Drohnen über Emea, um den Galenta vor ihren Angriffen zu schützen. Ja, welche Drohnen? Welche Drohnen? Kann man das einer erklären? Oder war das jetzt das, was jetzt gerade gewesen ist? Nee, das waren ja nicht nur Drohnen. Haben wir das noch als Aufgabe jetzt hier drin? Verfügbare Missionen? Babysitter. Glückseligkeit haben wir. Drohnen. Patrouillieren die Gegend. Das haben wir also noch nicht. Sicherheit. Hiesigen Waldtiere interessieren sich für das Galenta-Laune in der Nähe auf. Mit dem haben wir drüber gesprochen. Die Drohnen zerstören. Werden die mir jetzt angezeigt? Begib dich zu dem Ort auf der Minimap-Karte. Also da hinten hin. Das ist doch nicht über Emea, jetzt mal ohne Scheiß. Also, ne? Leute. Ich probiere das jetzt noch mal ein letztes Mal, ob ich doch noch mal mit dem reden kann. Weil der hat halt immer noch das Ausrufezeichen drauf. Vielleicht wollte er nur nicht mit mir reden, weil der kein... Wo ist er jetzt hin? Ach da. Weil der keine Lust hatte, mit mir zu reden, wenn ich Gassi gehe. Ah. Häuptling Hatzo. Ja, ganz genau. Ich bin der Häuptling. Und ich befehle dir, diesen Mist wegzuräumen. Was? Wovon redest du? Noch sind keine Invasoren zu sehen. So weit, so gut. Dieses Ding ist ein riesiges Ziel aus der Luft. Wir müssen es loswerden. Hey, Geburt ist etwas Wunderbares. Zeig mal etwas Optimismus. Ich weiß, für uns Talaner ist die Umkehrung nichts Schlimmes. Und ich werde meine Beizeiten annehmen. Doch ich bete zu den Jots, dass sie dieses Monster fortschaffen. Irgendwohin. Es ist ein großer Planet. Immer eine Freude, dich gehen zu sehen. Ja, ich kann verstehen, dass der halt Angst um sein Volk hat, aber
Naja. Er muss es jetzt halt so annehmen, wie es jetzt ist, ne? Und ich weiß ja nicht, wie schnell die wachsen, muss ich jetzt auch dazu sagen. Aber es könnte natürlich unter Umständen... Ich weiß ja nicht, was die können. Weil wir haben die ja nur ganz am Anfang, glaube ich, mal gesehen, dass das so durchs Bild geflogen ist oder so. Also so ein ausgewachsenes Muttertier. Und ja, ich bin echt mal gespannt, weil das ja sozusagen als Waffe in Anführungszeichen gilt. Warum, wieso, weshalb, ne? Jetzt bewegt er sich wieder. Oh, ist der nicht niedlich. Und er macht einen Moonwalk. Hat so ein bisschen was vom Elefant irgendwie. Ein Elefant mit großen Furunkeln aber und in Form von einer Seeschlange vom Körper, aber so wegen dem Rüssel. Naja, egal. Ich finde den auf jeden Fall ganz süß und ja. Wir machen hier auf jeden Fall erstmal einen kleinen Cut. Dann werden wir uns in der nächsten Folge um die Drohnen kümmern. Und ich hoffe, dass wir dann auch mal dazu kommen werden, die Waffe oder Ausrüstung oder was das war zu besorgen, die hier in der Nähe ist. Ich finde das irgendwie süß, den dabei zuzusehen. Irgendwie freut er sich, habe ich das so im Gefühl. Und ja, also ich habe irgendwie jetzt gerade coole Vibes, seitdem der Kleine, ich sag jetzt mal der Kleine, sieht irgendwie nach einem Eher aus, finde ich, geboren worden ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!